euch zurück und gönnt euch die vietnamesischen Sandhunde. Heftig Rush ist wieder hier und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es hat verdammt lange gedauert und das ist der neue Ladescreen. Operation Spectral Rising. Geil. Das sieht auf jeden Fall besser aus als der Ladescreen davor. Das war der hässlichste der Welt. Und dort seht ihr, wie der Damm explodiert und etwas überschwemmt im Blackout. Aber Blackout interessiert absolut niemanden. Deshalb spielen wir jetzt Multiplayer. Oh, die haben ja den ganzen Screen geändert. Die haben endlich die Kritik übernommen, die ich damals gesagt hatte, dass der Screen nicht genutzt wird. Der Specialist in der Mitte. Sauber. In der Mitte war nämlich nichts. Ich hab's damals gesagt. Warum ist es so dunkel und leer? Warum ist hier so viel Platz? Treyarch, stellt mich einfach ein. Oder Activision. Bezahlt mir einfach ein paar Millionen im Jahr. Dann werde ich für euch auch gute CODs machen. Schaut euch das da unten mal an. DLC-Pack Moshpit. Und der Typ sieht so richtig demotiviert aus, als wäre er an der falschen Stelle. Homie, was geht bei dir? Mit R2 kann ich jetzt Gesten machen? Spiele 10 Jahre, muss immer noch drauf gucken, wo das ist. So, und dann so. Ja, funktioniert. Übrigens habe ich ein neues Emblem, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ein glücklicher Geier, der auch ein bisschen creepy aussieht, von dem man nicht weiß, ob er was Böses im Schilde führt. Oh Gott, ich muss mir Geld... Oh Gott, ich muss mir Punkte kaufen. Ja gut, kaufen wir uns Punkte, verdammte Scheiße. Leute, ich sage in jedem Video, kauft euch diesen Scheiß nicht. Spielt ihn euch frei, okay? Bitte, kauft es euch nicht. Ich mache es nur, um so schnell wie möglich euch vorzustellen. Und dann wisst ihr, ob es sich für euch lohnt oder nicht. Vielen Dank, ihr Kauf ist abgeschlossen. COD Points. Ich kaufe COD Points, Digga. So, ich kaufe jetzt alle Stufen und Spectre ist abgeschlossen. Sehr gut, das war's. Sehr, sehr viel Arbeit und da ist schon die erste Waffe, die er... Der Tigerhai? Vollautomatisches, leichtes MG, verbessertes Bewegungs- und Nachladetempo. Das heißt, es ist wie eine AR, aber mit der Kraft einer LMG. Im Ruin-Outfit, was mega langweilig ist. Ja, der sieht auch nicht überzeugt aus. Sticker, eine Geste, da bin ich gespannt. Schieß. Oh Gott, oh mein... Oh nein, die haben mich. Ich lach wirklich drüber. Ich bin 23. Sticker, Sticker, Sticker. Neues Outfit. Heilige Scheiße. Okay, das sieht nice aus. Der sieht aus, als würde er eure Mutter. Sticker, Sticker, Sticker. Ja, wirklich nicht viel drin. Ihr wisst das. Das ist eine neue Nahkampfwaffe. Lieferanti! Tödliche Nahkampfwaffe, eine gesegnete Zeremoniekeule. Ja, sieht ganz geil aus. Ich sehe jetzt schon, wie ich dadurch down gehe und darum Rage quitten werde. Oh nein, es ist die Matrix. Bro, er sieht unten aus wie ich, wenn ich meinen Bart von unten zeige. Seht ihr, was passiert hier? Hä? Dann nochmal, oh Gott, die sieht schlimmer aus als Zero. Die werde ich niemals in meinem Leben spielen. Das ist das einzige Mal, wo ich die gesehen habe. Der sieht verwirrt aus. Und trotzdem würde er mich, glaube ich, töten wollen. Und das ist Spectre, der neue Spezialist. Also wirklich viel ist nicht drin. Yo, willst du den Koffer denn gar nicht aufmachen? Was für eine schlechte Synchro war das? Als wäre es irgendwie mit dem Handy eingesprochen worden. Gut, ich habe 66 Oh Gott, war das ein ekliger Move, Alter. Ich fick. So, wir haben 66 Reservekoffer. Die habe ich aufgehoben extra für jetzt. Vielleicht ziehen wir ja noch einen neuen coolen Shit. Und ich zeige euch ein Update, wenn ich was Gutes ziehe. Okay, ich habe nichts Krasses gezogen, aber die Tarnung heißt Spritzer. Pharao für Profit. Okay, das ist nice. Eine gute Wahl. Eine gute Wahl. Eine Waffel mit einer Frisur. Okay, wir haben das letzte Pack, was wir aufmachen. Bitte sei endlich vorbei. Okay, null, endlich. Ich habe einen Tick, ich muss das einfach machen. Spectre hat eine Schattenklinge, also quasi das, womit die Leute aufschlitzt, und eine Rauchgranate. Geil. Sieht ein bisschen aus wie Ninja Turtle, oder? Mega nice eigentlich, ist schon gelungen. Das mit einem guten Skin. Und so sieht er aus. Jawohl, meine Damen und Herren, der neue Spectre. Okay, erstmal schauen, wie er im Spiel aussieht. Geil. Heftig, heftig geil. Also wirklich, der sieht wirklich, wirklich wie ein Ninja aus und das gefällt mir irgendwie. Heftig. Ja, hi, was geht? Ich joine in eine Lobby rein, die aber vorbei ist. Darum nehme ich das auch nicht mehr ernst. Aber das Spiel fühlt sich immer voller und voller an irgendwie, finde ich. Aber wenigstens für die Rauchgranate hat es gereicht in der Zeit noch. Kann man auch mal aus dem Spawn rauslaufen, ohne von diesen hässlichen Typen da oben gesniped zu werden, Alter. Ja, Bro, da hättest du vorher einfach besser spielen sollen. Wie viel stehst du denn? Du stehst 21 zu 17, Digga. Yo, yo, was machst du? Yo! Nein! Ah, da sehen wir es, wie er durchläuft. Yo, yo, was macht der? Das ist noch einer, hat ihn. Und noch einer hat ihn. Yo, was macht der für Filme? Ich wusste gar nicht, dass man mit dem so läuft und dass man... Yo! So, was hat der für ein Emblem? Da steht irgendwas, eine Nuke ist wie Fliegen. Beides unmöglich. Macht absolut keinen Sinn, das ist so schlecht, das ist so schlecht. Ich habe noch wirklich noch nie ein schlechteres Emblem gelesen. So, wir müssen Spectre schnell wählen, bevor der weggewählt wird. Oh, der andere hat ihn schon, beide Spectres sind weg. Komm, wir machen das einmal, zack. Tja, Leute, jetzt kann sonst keiner mehr Spectre wählen, ne? Bin ich kurz asozial geworden, tut mir leid. Ja, aber ich war kurz inaktiv, ich habe 2 Tage nicht gespielt und es reicht schon, um einfach seinen Shot nicht mehr richtig zu treffen. Hier oben müssten welche sein, da ist einer, der ist auch down. Ja, ich glaube, es wird trotzdem sein, komm. Ich werde trotzdem meine Shots hin. Jawohl.
wie am ersten Tag. Wie am ersten Tag, Digga. Frisch und saftig. Was zur Hölle habe ich gerade gelabert? Yo, das sieht aus wie eine Mob aus MW3. Warum ist es so rot in dieser Wolke? Ich gehe die ganze Zeit down. Das Game fühlt sich wieder voll an. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, irgendwie fühlt es sich jetzt langsam komplett an. Nach einem halben Jahr nach Release. Was definitiv viel zu lange ist, Leute. Aber wenigstens kommt jetzt was, wisst ihr? Warte, hat er gerade weg mit der Scheide gesagt? Ich schwör's euch, er hat weg mit der Scheide gesagt. Naja, keine Burst-Waffen in meiner Lobby. Auch du nicht, Bro. Nicht heute. Oh, ich hätte fast... Ja, genau. Was hättest du fast einen Turn-On gegeben, oder was? Das sind die Besten, wenn die so sich einmal drehen, dann denken sie sofort, es wäre fast ein Turn-On. So, jetzt haben wir unser Schwert. Jetzt müssen wir an eine Stelle gehen, wo es ziemlich eng ist. Ich werde eh choken und mein erster Kill wird absolut daneben gehen. Komm, wir gehen hier hoch. Hoffentlich killt mich keiner von hinten. Bitte, es killt mich keiner von hinten. Hol das Schwert raus. Da ist jemand. Jo. Jo. Jo, komm her. Jo. Nein, kommt rein, bitte kommt rein. Yo, in der dritten Person. Komm. Ja, ja, was? Wie heftig, Mann, ist in der dritten Person. Und wie es im Feed aussieht, was ist das? Jetzt verstehe ich auch, warum man eine Rauchwand hat. Die Leute werden markiert. Ist ja wieder viel zu easy. Oh Gott, ich sehe jetzt schon, wie mich dieser Specialist abpacken wird. Die Leute werden für einen markiert. Oh Gott, das ist so viel Noobs gemacht. Da ist er. Seht ihr das, wie er sich dreht? Man hat so einfach so ein Ninja-Movement auch noch. Geil. Also selbst zu benutzen ist natürlich geil, aber ich sehe jetzt schon, wie ich davon abgefuckt werde und das einfach nicht mehr spielen möchte. Wobei ich mittlerweile echt oft nicht mehr den Specialist-freien Modus spiele, weil Doma hat es richtig gesagt, es fühlt sich irgendwie ein bisschen leer an, als wäre so, als würde irgendwas fehlen, weil das Game ist so konzipiert, dass man auf Specialist spielt und dann fehlen die einfach. Ganz weirdes Gefühl. Und hier sind immer Leute, die ihren Tod möchten und dann kommt da einer. Oh, ganz hinten. Oh, ich treffe alles, aber die Saug ist irgendwie auch schlechter, kann das sein? Oh, guck mal, mein Team, wirklich. Es ist wirklich, die chillen im Spawn und ich muss alleine rausrennen und meine Tode abholen gegen 5 Deutsche, die mich absolut ficken. Das ist auch das Ding, wenn ich gegen Abonnenten spiele, dann heben sie meistens auch meine Waffe auf. Was wolltest du mir, einen Slideshot geben oder was? Und diesmal heben sie eine Saug auf, die absolut schlecht ist, weil sie kein schnelles Magazin hat. Also viel Spaß damit. Nein. Schwein. Nein. Nein, auch. Okay, ich habe die Klinge und hier kommt jemand. Komm her. Nein, was? Oh, die hat geleckt. Klinge hat geleckt. Aua. Oh, man kann sogar um die Ecke gucken damit. Und es ist extrem lange, Alter. Man kann auch rollen. Yo! Jetzt check ich's erst. Yo, kommt her, kommt her. Zack. Noch jemand hier drin? Nein. Zack. Yo, was ist das? Hab Scharfschützen-Heli. Let's go. Alter, was ist das für ein Specialist? Was haben die da gemacht? Treyarch, was machst du? Der ist richtig unfair. Der ist unfair. Treyarch, was habt ihr wieder gemacht? Was habt ihr wieder angestellt, Alter? Was? Stellt euch das auch noch mit einer Rauchgranate vor. Das wäre extrem heftig, Alter. Scharfschützen-Heli geht auch absolut rein. Man kriegt ja auch mehr Punkte, weil es ja ein Specialist-Kill ist und kriegt somit auch viel schneller seine Streaks. Und es packen sofort Deutsche aus. Sofort. Wenn sie einmal choken und Streaks kassieren. Standardklasse, seht ihr? Die mit dem Thermal. Er hat nicht mal die Titanklasse und packt sie gegen mich aus. Wenn ihr so seid, Leute. Wenn ihr so seid, dann werdet ihr sofort blockiert, dass ihr keine Nachrichten oder irgendeinen anderen Scheiß senden könnt. Dass ihr Online-Status nicht mehr einsehen könnt. Ihr könnt natürlich gegen mich spielen, wenn ihr zufällig da seid oder nachjoint, weil ihr vorher gegen mich gespielt habt. Aber ihr seid quasi aus meinem Radar gestrichen. Wenn es cool mit euch ist, dann macht's gerne. Meine Fresse, so viele Leute sind korrekt und dann kommt immer irgendein Bastard und muss sofort reinscheißen. Komm her, der hat einen Seraph. Jetzt nicht mehr. Ich habe die Rauchgranate, bin kurz vor meinem Specialist. Füll dich bitte auf, ich brauche einen Kill. So, jetzt hat er sich aufgefüllt. Hier, schöne Rauchgranate. Dann den ziehen. Seht ihr? Man kann durchgucken, seht ihr? Nein, mach, mach. Let's go. Oh mein Gott, die können nichts machen. Guck mal, der trifft mich nicht. Der trifft mich nicht. Komm her, nein! Yo, wir spielen Arsenal Sandsturm und haben eine volle, ich wollte gerade sagen, eine volle... Wirklich niemand möchte das spielen. Niemand möchte Arsenal Sandsturm spielen. Aber ich möchte es gerade spielen, weil da sieht man mich nicht mit der Klinge. Okay, hier will ich mein Specialist so schnell wie möglich bekommen. Wenn ihr hier will ich wirklich Action machen, komm. Aber ich brauche eh keine Rauchgranate auf der Map, weil man das hat. Es ist unfassbar, Alter. Aber wie gesagt, es wird sich zu meinem Vorteil ausspielen, wenn ich jetzt gleich meinen Specialist habe. Komm her. Headglitch und tschüss, Headglitch. Yo, Leute, die haben in der Mitte einen Taktikeinstiegsmarker aufgestellt. Yo, jetzt geht's los. Nein, überlebt, bitte. Nein, Einsatzteam, ihr müsst etwas machen, bitte. So, die haben genau hier einen Taktikeinstiegsmarker. Zack. Und zack, komm. Nein. Komm. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Nein, Uli! Manchmal leckt es. Kommt rein. Oh, ich freue mich. Yo! Let's go! Alter, was? Komm, es geht weiter. Hier irgendwo, let's go, noch einer. Guck mal, wie viel ich auch noch hab von dem Scheißteil, Alter. Ich kann hier noch über die Map rennen und hier noch ein paar Kills holen. Oh, zwei Schwerter. Komm, Teammate überlebt. Oh Gott, die müssen hier reinkommen.
Lasst euch nicht ablenken. Das ist nur ein Hund. Das ist nur ein Hundesohn. Nein, schade. Ich hab den Scharfschützen-Heli. So schnell geht's. Unfassbar. Ich bin sprachlos. Was ist das für ein scheiß Specialist? Verdammt, ich kann den ganzen Tag einfach hier rumlaufen und diesen scheiß Specialist bekommen. Es macht zu sehr Spaß, aber es wird auch zu sehr abfuck. Ich weiß es. Trotzdem will ich in der nächsten Runde sofort wieder. Ich will mal Herrschaft spielen. Eine längere Runde und den mehrere Male bekommen. Übrigens, gegen sowas spiele ich. Gegen sowas spiele ich. Guck mal jetzt, wie easy das ist. Nein. Nicht mich holen, bitte nicht mich holen. Danke, nicht mich. Einfach nur nicht mich holen. Dankeschön. Noch jemand hier? Irgendwo hier? Ja, da. Alles klar, Digga. Noch jemand hier drin? Safe. Jemand hinter uns? Komm rein. Dich habe ich gesehen. Darum immer das Radar checken, Leute. Ich sag euch, Radar checken ist die Regel Nummer 1. Spawn scannen und Radar checken und Movement. Das sind die drei Dinge, die ihr wissen müsst, um gute Spieler zu werden. Und es ist vorbei. Easy. Bitte, bitte, bitte. Meins ist der letzte. Jawohl, let's go. Guck mal. Der Geier ist glücklich, weil er diesen ekligen Kill macht. 2, 3, guck mal, krank, 4. Und dann hört es nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Durch den Rauch durch. 5. Man sieht hier nicht mal die Markierung. Es sieht noch verrückter aus, Alter. Grüße aus der Schweiz. Okay, Grüße an alle aus der Schweiz. Ah, Saug-Aim, ich liebe es. Ja, ich werde in den nächsten Videos auch mal weniger Saug spielen. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht immer die Saug zeigen, okay? Versprochen. Oh, da ist einer. Oh, und tschüss. Noch jemand? Oh, yo, die kriegen mich nicht. Yo. Yo, beide. Was? Ein Double-Kill. Man muss sich immer zweimal drücken. Komm her. Holt den. Schön. Noch jemand hier. Holt den, holt den, holt den. Let's go. Hinter uns. Hinter uns in diesem Haus. Nicht mehr in diesem Haus. Hol ihn, Alter. Manchmal leckt es noch ein bisschen. Aber, oh, jetzt kommen alle. Geh durch, geh durch. Wir sind in der nächsten Lobby. Und jetzt werden, wie heißen die? Oh Gott, so kurze Gamertags. Okay, Z Sakura, allein wegen dem Namen. Er wird zerstört. Nein, okay, den haben sie. Ah, let's go. Oh, da ist jemand. Zack, heil dich. Komm her. Zack, ist jemand, der geholt werden möchte? Nein, Scharfschützennest raus. Man kriegt sofort seine Streak, Alter. Und ich mag immer noch den Rückwärtssalto. Ja, da ist jemand mit Schwert und ich hole ihn zurück. Ah, Sakura, Digga, ich hab's am Anfang gesagt. Ah, das war ein böses Lachen. Er ist raus. Er hat das Spiel verlassen, Digga. Tschüss, Sakura. Bis dann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video und haut rein.